1, 2, 3. Hallihallo. Der Jerome ist nicht da. Moin. Wie geht es? Hey, Adamisch. Funktioniert der Link? Funktioniert der Ton? Ja, hier ist Bild. Und den Ton? Ja, Ton geht doch. Maja. Ich sehe eine ganze Länge haut hier am Chat. Oh, Jerome ist traurig. Hallo, ich grüße gerade eine Mail vom Superstar Alexandre in das, an der Vakanz. Und dafür wird mal geschrieben. Erwartet hallo kein kriddelisch Frohe von mir am Videochat. Excellent. Also, 1, 2, 3. Kamera un! Voilà, also nicht. Alexandre. Nee, den Frohe sie gut. Auch Tigran, aber ich würde fragen, sind froh. Dass ich beschüsse, ich weiß auch nicht, ob alles eine Antwort hat. Aber was mich nervös macht, dass ich es nicht fand. Mehr in 2020, ich hätte gerne einen Platz am Internet, wo ich zack die Informationen fand. Hallo. So wie auch für die anderen Sprache. Da möchte mich mehr. Ah, nicht Rose, mehr. Dafür sind ich ein bisschen gequetscht, ein bisschen enttäuscht. Mehr. Ich bin froh für jeder reden, den ich an meinen Chat gucken könnte, an meinen Videochat. Maja, Zara, hast du. Jerome, du bist nicht allein, den Ton ist exzellent. Exzellent, mit einem Z. So ist es exzellent. Walfa, hast du. Aisha, hast du. Salut, Aisha. Aisha, was du gerade. Bei mir am Zoom um INL. Weißt du das, Aisha? Der Pascal hast du. Salut, Pascal. Michel hast du. Pascal, ich habe dich um 6 Uhr vermisst. Weißt du, könnte gucken kommen. Sharon war auch da. Ich wiederhole mich. Ich versteh verschiedene Leute nicht. Wiederholt, wenn ich klebt, seit 126. That's all. Seit 126. Mais bon. Mola schreibt, moje Jerome, den Ton ist ganz gut. Merci. Salut, Tigran. Aisha, nee, okay, da war das dann der Name. Wer ist es halt bei dem Test, beim mündlichen Test, gang? Erzähl es, wenn ich klebt. Nee. Wiederholt seit 126. Und es geht alles abgeholt. Ja? Mit Zoom-Gedenkfunktion, die alles abhält. Und voilà. Ich desidere nicht allein. Ich desidere nicht allein. Bei verschiedenen ist es super gut gegangen. Und andere. Also, sorry. Ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Weil für mich ist das doch nicht flott, weil ich ja, war viel habe ich auch mal im Videochat, einmal in den Zoom-Kuren und ich beschwere mich nicht mehr. Ich hätte aber auch gerne Resultat. Aber bon, kein Stress. Das eben so. Inshallah. Shukran jazila. Robby, salut. Das ist auch lo, kein Drama. Ich bin lo. Ich meine, wichtig ist, dass wir gesund sind und überhaupt noch können mit Zoom schaffen. Und das lo nicht so wichtig. Mengenisch, fandenisch. Bon, also, was sieht ihr auf der Foto? Wo sind wir heute? Kennt ihr die Platz? War das schon ein Kedo?
1, 2, 3. Voilà. De badannensoep als Orto. Sarah, weißt du da das? Der Kolosseum für Rom. Ja, richtig. Da mache ich mein Logo mal wasch. So. Und dann gehen wir gucken, was Wikipedia dazu sieht. Ah ja, da war's. Sie. Maja. Der Kolosseum heißen die geografische Koordinaten. Also ein anderes Foto. Von Bert Kaufmann aus Holland. Das von der Seite. Die Haifoto von mir, die ist von vier und der Teil ist von der Seite. Okay. Der Kolosseum Nuez. Ja, das ist die Foto. Oh, Panorama von Bannenan. Fantastisch. Vom Sebastian Straub. Von 2008. Wow. Impressionant. Ja, wen hat das gedacht? Das sind schon mal ein High Life am Kolosseum für Rom. Für ein Video-Chat auf Lützburg zu machen. Technik. Aisha Badwai, die schwätzt Arabisch. Ein Arani, ein Arabi. Mafi Muschkila. Moje Giselle. Moje Michelle. Ja, da gehen wir zurück. Was schreiben Sie dann hier schön? Der Kolosseum, antike Nom, Amphitheatrum Novum oder Amphitheatrum Flavium, Kolosseum. Also ein Amphitheater zu Rom, ja, das ist an Italien, Hauptstadt. Das ist der größte von der Welt, der je gebaut wurde, an der größten Zonenbau aus der römischen Antiquität. Das ist Römisch Reich, eine Antiquität, das ist eine Epoche vom Altertum am Mittelmeer. Sie geht von ca. 1200 vor Christus bis ungefähr 600 nach Christus, also schon ein Zeitchen hier. Er geht zwischen 62 und 80 nach Christus unter dem Vespasian. Was das ist das, Vespasian? Ist das der Motto, ein Vespa? Gestorben 1970 gebaut, für doch an der meistens brutal a grausam. Brutal grausam. Spektakeln abzufeiern, die Freibürger gratis. Ah, das wusste ich nicht. Gratis konnte gucken gehen. Haut aus der Ruin vom Bauwerk eh von der Symbole vorum. Ein Zonenbau. Ein Bau ist eine Konstruktion und so ist es fermé. Hat der Kolosseum früher ein Dach oder für was Zonenbau? Weil ganz so was rundherum. Soll nicht genehmigt. Also, wir haben ja normalerweise ein Oppe-Schwamm, ja, das ist ein Schwamm unter dem freien Himmel, und ein Zoe-Schwamm, das ist, wenn ein Dach drüber ist. Aus der Taiolo. Beschreibung: Das Gebäude hat Platz für bis zu 50.000 Spektateure. 50.000. Das ist half. Lützburg, also Teilchen von den Anwohnern von der Stadt Lützburg oder plus minus 2 mal Asch. Es bestand aus drei Reihen Arkaden, die überein gebaut waren, je zu 80 B. B ist der Plural von Bau. Das ist also eng, zwei, drei Reihen und dann 1, 2, 3, 4, 80 B.
Zuschauer konnte bannend 15 Minuten durch 80 Entrées direkt auf ihr Platz gehen, aber bannend 5 Minuten ist alle rausgekommen. Ja, das ist wichtig. Die Leute konnten bannend, donc à l'intérieur, in a time frame of 15 minutes, konnten sie rausgehen, anderem rausgehen. 50.000, das ist viel. Michel, viel deren a Männer goufen do ëmbruecht. Ja. No longer listless, moje Jérôme, moje. Gär geschit, Pascal. Ja, Michel. Dat ist natürlich bedauerlich. Von du könnt doch dat, hä? Leben. Sterben. Bei den Gladiatoren. Wie war es schon mal? Ave Caesar, Morituri, te salutant. Das Kolosseum hat eine elliptische Form, aber war 156 Meter breit und 188 Meter lang, mit einem Umfang von 527 Meter an enger Hecht von Erde 40 Meter. So, Umfang aus. Ja, wie war sein Sinn, Umfang? Umfang aus Zirkonferenz. Die Arena, wo warst du geblieben? Die Arena war 54 Meter breit und 86 Meter lang. Ah, da 40 Meter hoch, ja. Bei den Ouvertures-Feierlichkeiten am Jahr 80, die über 100 Tage gedauert haben, das ist ein Fehler, den I fällt weg, gaufen et in einem anderen Gladiatorenkampf nur gespielte Seeschluchten, Naumachie, am Hetzen ob Wildeieren, von denen da eng 5.000 an der Arena dort gemacht goufen. Donc die Leute Gladiator, die Leute en plein Meer, c'est comme ça, no gespielte Seeschluchten. An Hetzen ob Wildeieren. Hetzen. Wow. Ja, das ist logisch das Verb. To hunt, chasser, presser, brusquer, lâcher sur. Hetzen ob, ja. Und im Englischen, to rush, to sick on, to set on. Ja, also hetzen ob Wildeieren, von denen da eng 5.000 an der Arena dort gemacht haben. Also viel Deieren, die do gestorben sind. Moje Naschit. Römische Kolosseum zu Römisch, schreibt ein Tigran. Pascal schreibt, mehr wie zu Tuzla für den Trump. Mehr wie zu. Michel, dass die N-Rule apply in front of a comma. Normalerweise nicht. Führende Punktuationszeichen wird Teufelregel neutralisiert. Deren, Komma von dem. Mengen schon mal, also waren mal. Und dann, um Podium an der ersten Reihe sitzen Senatoren, der Käse hat sein Egeloge, der Pulvinar, an der Reihe drüber hat die Dichtigkeit von der Leit aufgeholt. Ah. Dichtigkeit, das heißt, da waren less famous people, also Dichtigkeit aus unserem Le Gratin, der High Society. Und in der Reihe drüber, da hat das aufgeholt. Ganz, ganz oben, completely on top, dem Summum, waren Platz für das einfach Volk. Also, ich hatte erst gedacht, das einfach Volk ging innen sitzen. Am Fußball ist das auch so, da sitzen die einer oben an der Logen, wir sind einen besseren Überblick. Wir sehen dann noch einen Blick auf die Krauen. An dem muss es ja kein E-Krauen scheren, was das ist da. Der Tisch, der von ganz oben so ist, den hat ja bald nicht gesehen, den hat so ganz klein gesehen.
Und war auch kein Instant Replay, keine Wiederholung. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, da das schwert. Moja Katja. Ja, lach soll, das ein gut Frohfilm von Michel. Katja, haut schwarze mal über das Kolosseum zu Rom. Ja, an den Runderem, der bäusigste Bau waren 240 Masten, auf denen ein riesiges Velarium stoffte Segel abgezogen ging, für Schiert zu machen. Ah, also Runderem, der bäusigste Bau. Ah, ist das lo. Ja, das dann. Ah. Weil dann hei do so Segeln. Die sind dann so abgezogen. So Segeln. Für das Schiert. De Lambre. Für das Schiert bannen drauf. Also, es geht ja fut, die von Hütz. Also, ein bisschen. Und go wo kein Klimaanlage. Also, schrecklich. Ja, der Boden von der Arena war aus hölzernen Dünnen, die Poutre en Bois, so it was made out of wooden blocks, die je nur Gebrauch ein Waschgall konnte gehen, zum Beispiel für sie mit Wasser zu füllen. Mei spät go für Kellerin angebaut, in anderem für Dekoren zu stockieren, die mit Flaschen sich raufgehoben konnte gehen. Flaschen sich. Ah, da ist ein Flaschenzug und Schnitt kann. Also, das kann den dann so zählen. Auf für die Gladiatoren, an die zum Tod verurteilt, inne zu bringen. Also waren so Kellerin. Ja, das gesagt ihr ja noch auf der Foto. Hey. Da war dann die Arena, die war drüber. Da saß dann ein Teil von der Bühne. An innen drinnen sind dann die Kellerin. Und da waren dann eben Gladiatoren. Und lauter so Sachen. Ja, und dann sind Artikel noch lang. Ah, ne, nicht mehr lang. Drinnen war gefilmt, dass 7 Meter dick war. Gefilmt. War das da? Gefilmt. Filament. Ah, ja, Filament. The foundations of the building. Les fondations. Ja, das muss verbessert gehen. Alle hab für irgendeinen verbessert da. Das ist auch keine Qualität da. Nee, das ist ein Witz. Ich bin mega happy über Wikipedia plötzlich. Filament, das 7 Meter dick war. Das Kolosseum war bald 450 Meter lang als Arena in Betrieb. 450 Jahre lang. Außer zwischen 217 und 231 wird nur ein Brand durch den Blitz renoviert. Oh, ein Brand durch den Blitz. Ja, wie ein Feu. An den Jahrhunderten danach wurden innerhalb der Arkaden ein Gang vom Kolosseum Wohnungen aménagiert, an dem es durch Erdbeben 847 und 1349 schwer beschädigt wurde, wurden Stängel geholt, für an sich ähnlich verbaut zu gehen. Also konnten die wohnen, am Kolosseum. Und dann waren Erdbeben, Tremblement de Terre. Rechts 1744 gibt das Kolosseum an einem Edikt vom Papst Benedikt dem 14. in der Schutzgestalt. Der Papst hat die Arena in der Schutzgestalt. Weil das sind davon ausgegangen, dass du Dutzende von Dutzenden, sorry, Tausende von Christen umbrüchtig waren. Donc, le Pape a décidé de le mettre sous protection parce que il a considéré qu'il y a eu des milliers de chrétiens qui ont été assassinés dans ces locaux. Am 19. Jahrhundert gouf damit angefangen, den Bau zu stabilisieren und archäologisch zu analysieren. So, yes, the Pope, he put the building under protection because he considered that thousands of Christians got killed there. Der Numm Kolosseum geht ob ein Kolossalstatue von Kaiser Nero zurück, der nur seinem Tod an ein Statue von Gott Zoll umgewandelt und daneben abgerichtet wurde. Kolosseum war ein Kolossalstatue von Kaiser Nero. Und die wurde
umgewandelt, a été transformé après en, pour la divinité Sol. Voilà, Literatur und so weiter. Heute in eng froh. Moyen L. Savané. Poulet. Poulet. Michel, ja. Ist das für den Flaschenzug oder was? Also, ich meine, ich habe den Link an den Chat. Letzte bei Wikipedia immer super. Vielmals merci. Der hat hier auch den französischen Artikel, den ist natürlich viel mehr komplett, das ist ja klar. Und da hat er dann noch hoffentlich dieselben Informationen auf Französisch. Und vielleicht sogar diese, also ein bisschen ähnlich, einer Foto. Also die Foto aus dem Jean-Christophe Benoit von 2007. Ja, da gesagt den auch ganz gut. Das waren dann die innerirdischen Gänge. Impressionant. Und dann sicher halt die großen Tische. Das ist der Schier da war. Schere, Schere, Schere. Oder so. Ja. Aha. Nach Foto vielleicht. Ich meine, er strunk und ich gehe mal zurück. Nach Foto in Hai. Wow. Wow, lauter Flottbilder. Die weiß nicht, ich lohnt nicht. Da ich weiß nicht sehr. Ich gucke nicht genau. Ja. Ah, du hast die Foto, die ich wollte weisen. Ja. Das ist kein Foto, das ist ein Bild, das ist gemalt. Fantastisch. Und das ist der Police Verso, Ballet Puss. Das ist ein Bild von Jean-Léon Gérôme von 1872. Also, das impressioniert mich. Das muss ich schon sagen. Das sieht so gut aus. Wie hat den nicht gemacht? Ja, impressionant. Sind der Damnatio ad Bestias. Oh ja, Damnatio ad Bestias, da bist du verurteilt gehen, für von deren zerfleischt zu gehen. Ja, also das war besonders, das wie Haut. He? Haut das eben World Wrestling Federation und Sport und so Sachen. Mehr früher war das eben. So, du hast ein Maket. Ja, du, da das, voilà, so wie ich gemeint habe, da das dann der Duch. Und dadurch erkennt dann die Schiet. Ja, impressionant. Wunderschön. Lach Sol fragt mich, wirst du den Kolosseum besicht? Ich meine nicht. Ich war ja an der Vakanz mit meinen Eltern, dax an Italien. Und ich meine nicht. Also ich meine nicht. Wenn wir waren, wir sind Venedig besichtigt, wir sind Bibioni besichtigt, Rimini um Strand, alles wunderbar. Aber wir sind lo nicht de Kolosseum besichtigt. Ich meine nicht. Gibt bestimmt noch ein Webcam, so ein Live-Webcam, 360 Grad, wo du die ganzen Zeiten dann du gesessen. Ich gehe mal ein, denke, der Do-Foto-Weise, ne? Das ist auch ein Bild. Du siehst da hier, Anteo du Colosseo zu Rom von Thomas Cole, 1832. Le chemin de croix autour de l'arène et la végétation couronnant les murs ont été supprimés à la fin du 19. Ja, du warst dann die Végétation, ne? Natur. Wenn du das nicht an der Reihe hältst, da geht es für dich. Na. Impressionant. Ja, ich hatte mal gedacht, wenn man gestern über Italien geschwätzt hat, und das war ja ein bisschen traurig, und da wünschte ich mir mal etwas mehr Positives. Obwohl, die Arena ist natürlich auch vielleicht nicht unbedingt positiv, wenn es in der Geschichte, weil ja da tatsächlich ganz viele Leute ein Brot kaufen. Ja, das ist dann so sicher innerirdisch. Repräsentation historique au Colisée de Rome, ja. Mal auf Tech. Boah.
Lars Holz schreibt traurigen Entertainment an den Pascal Fred für wat traurig. An Lars Holz schreibt, ja, Leid an deren goofen Umbord. Mehr zwei Wochen hast du eine Chance für Leute. Ich meine, Gladiatoren, die konnten hier frei drum kreieren. Mehr, es stimmt, also, das war. Mechelohe, keine Apologie von der Gewalt, gell, das war schon ganz traurig. Mehr auch haut, gibt es ja aber noch an den Arenen, die, wie hieß das, die Steierkampf. Wie hieß das? Toreomachi oder wie? Toreomachi. Toremasch. Wie ist das da, die Steier kämpft? Oder geht da Französisch fort? Ah, oh, Jérôme, was nicht gut präpariert. Französisch. Also, Stierkämpfe. Stierkampf. Bullfighting, ja. La Tauromachie. Ah, Corrida. Voilà. Immer ein flott Thema. Ja, das ist doch dasselbe, steht es doch dasselbe. Ja, guck mal. Ja, also. So. Hast schon doch kein Copyright, das ist natürlich ein Copyright-Problem, kein ich gelebe immer raus. Toromaschi, ja. Toromaschi. Aber es war eine Minorität für den Affranchissement, okay? Merci, Toromaschi, Bullfighting. Der Spartakus war bekannt, ja. No longer listless. Es gibt keine Internetpornografie. An auch kein PlayStation. An auch am Fußball sind immer noch grausame Szenen. No Leute, die sich schrecklich blessieren. Am Sport sind auch ganz viele Leute, die sterben. Huh? Many people who die during the sports. Da gibt es auch am Lateinischen den Spruch Panem et Circenses. Ja. Ja, war noch schön. Du pain et jeu du cirque. Du pain et des jeux. Panem et circenses, so bread and games. Fit Leute zu beschäftigen, to occupy people. Bloodlust. Mir haut mal auch den Film Hollywood an, dass sie vielleicht, ja, dass sie Simulationen anfangen. Bon, also das war dann über. Da Rena schon erst nicht gelangweilt mit dem Thema. Ich meine, halt kein Programm A22, weil ich sehe fertig mein Buch. Am Herden mit den Examen Tester über Zoom. Also man schaut so normalen ne? Kur, also ne, kein Kur, bisschen wie ein Videochat. An über Rom, du steht auch nicht ganz viel an Wikipedia. Rom ist die Hauptstadt von Italien. Metaphorisch steht Rom auch für das Römische Reich und für die katholische Kirche Vatikan. Rom liegt um Tiber, also du. Und du bist überall leicht. Ich Siedlungsspuren datieren Wissenschaftler zurück ob 1000 für unsere Zeitrechnung. 753 für Christus als nur der Legende Gründung von Rom durch den Romulus, den der Staat auch den Namen genannt. Rom zählt heute um die 3 Millionen Einwohner, aber mit der Agglomeration, zu der auch der Vatikan zählt, der mit Adrien, können Sie noch ein Flash von rund 1500 Quadratkilometer. Rom ist durch Autobusnetze mit anderen großen italienischen Städten verbunden. Ah, so they are connected. Each the cities, they are interconnected by Autobahnen, Highways. Ah, da gibt es Sprachwort der Plötzlich. Alveia feiern op Rom. Was sagen Sie, das ist so lang. Tulische Moment a Rom, c'est ça? All the roads lead to Rome. Rom gouf nicht an engem Dach gebaut. Rom n'a pas été construit en un jour. It wasn't built in one day. No longer listless. Ich bin der Spartacus. Salut Spartacus.
Urbs Aeterna, die ewige Stadt. Ja. Boah. Also, war schon eh von Herrsch am Kolosseum. Hat hat schon gefroht, mich mein Tötner kein hab's gesucht. So, war eh von ihr schon do? Nee. Schreibt keiner. Bon, als nächstes tun ich nach um Programm, ihr könnt desideieren. Ein RTL-Artikel für Präparationen für moi ob der Nationalfeiertag. Militärmusik spielte Wilhelmus an uns Hemischt. Wir können auch nach die zweite Seite vom Artikel von der Madame Christian Ehlinger machen. Da geht es doch um den Letzebäuer Spruch. An als dritte Option habe ich auch noch eine von den Letzebäuer Online-Quizzen. Ich meine, die hatten aber gestern Succes. Und da sind da ja noch eine ganze Reihe. Und da eine von denen will machen. Katja war schon zu Rom, Sarah auch am Kolosseum. An Katja wird dir das Kolosseum gefallen. Rekommandierst du das Kolosseum? Gehst du dann zurück? War damals schon da? Schreib. Warte. Also, Mai ist Nationalfeiertag heute zuletzt zwischen 23. Juni. Und ja, das muss irgendwie gefeiert gehen, irgendwie präpariert. Und dafür hat er auf rtl.lu Militärmusik spielte Wilhelmus an uns Hemischt. Das ist der Wilhelmus, könnt ihr die lauschen. Gespielt von der Militärmusik, gefilmt auf separaten Plätzen in Österreich, das ganze Land. Boah, ich ging da auch gerne weisen. Me ist ein Problem mit Copyright, mit Ton und so weiter. Also, da will ich lieber nichts Falsches machen. Ihr könnt das aber auf rtl.lu natürlich gucken. Ich rekommandiere ja nicht das. Katja schreibt: Ich gehe nicht zurück. Für was? Für das geschieht. Wie lange ist denn das ein Artikel? Ah, mein Reklam, ja. Ein Artikel ist nicht so lang. Da. Aber das Kolosseum ist natürlich interessant. Gell? Katja, vielleicht warst du an einem früheren Leben schon ein Kido. Wer weiß. Weil Nationalfeiertag nicht so kann gefeiert gehen, wie jetzt aus der Fall ist, hat sich die Militärmusik einen besonderen Apport für dieses Jahr anfallen gelassen. Also, weil Nationalfeiertag nicht so kann gefeiert gehen, kann, das ist Modalverb, gefeiert gehen, das ist der Passiv, ne peut pas être fêté, cannot be celebrated. As usually, comme avant, comme c'était sinon le cas, hat sich die Militärmusik einen besonderen Apport für das Jahr erfallen. Das ist eine besondere Idee. Interpretiert wurde nämlich der Wilhelmus anthemisch, aber nicht an einem Konzertsaal. Nein, Position, Dativ, Saal männlich. Das an, weil Bannen an einem Saal ist. Mir viel mehr separat gefilmt an ob mehr Plätzen wie just ob enger. Ja, also ob separat Plätze. Die l'ont enregistré sur différents endroits, on different places. Die vom Dirigent von der Militärmusik, dem Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun, waret, dass sämtliche Registeren aus dem Orchester ob 15 verschiedene Plätze vom Land gefilmt gehen. Die eine historisch oder kulturell wichtige Identität für den Grand Duché darstellen. Das sämtliche Registeren aus dem 15 verschiedene Plätze. Also, ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, sämtliche Registeren. Mit sie 15 verschiedene Plätzen, okay. So und Militärmusiker hier ein Teil vom Wilhelmus.
an der Nationalhymne, zum Beispiel beim Feiern am Schloss, ihren Teil von Wilhelmus, ihren Teil an der Nationalhymne. Ah, komisch. Beim Feiern am Schloss am Müllerdal für um Palais zu Dickrich um Herrebisch oder auch ob der Wormer Köpfchen an zu Esch Bellwall für um den Heisch Irwen. Heisch Irwen, Leo Fourneau, das ist Plural, interpretiert. Bon. Sie hätten natürlich auch können bei Mischai ob Schöffling kommen. An den Videochat. Dann hätte man heute zusammen live auf YouTube musiziert. Ich hätte sie gefilmt, ich hätte ihnen eine Pado freiert. Mit Mask, Social Distancing natürlich. Aber es ist nicht wichtig genug. Tja. Das ist nämlich ein Witz. Selbstverständlich. Das obwennisch Dreherbeste waren für letzte Woche. Obwennisch. Obwendisch. Demandant des moyens considérables. À grand frais. Elaborate lavish. Ja, die vier letzte Woche. Vier letzte, das wird mit O geschrieben. Meine ich mal, ja. Der Montage von dem Filmenregistrementer Gove vom Sergent Ben Seil gemacht. Gove gemacht. ITV. Das Resultat ist bei RTL.de Luzi gesehen. Wo auch sonst. Wo auch sonst. An der Arena zu Rom? Bestimmt nicht. Auf YouTube? Noch nicht. Mehr auf RTL.de. Am Ende schon auf dem 17. Hour der Wilhelmus. Und dann ist der Monomardauer Themisch. Aus sich wird Militärmusik natürlich ob diesen 2D gefordert gewischt. Dank sie wir gewischt. Elle aurait été gefordert. Demandé, exigé. Donc, elle aurait dû travailler. The military music should have worked these days. On these special 2 days. Da das aber bedingt durch Covid-Umstände, cause des conditions de Covid, nimmen den Dienstag um 11 Uhr der Fall, wann eng offiziell Zeremonie für National Feiertag um Kanonenhimmel ass. Das aber ein Klangzeremonie um Kanonenhimmel. Lo will den Alexandre bestimmt wissen, wer ist da der Kanonenhimmel? Da ging ich dann mal gucken, am LOD steht das bestimmt nicht. Nee. Steht er doch nicht. Ich kann jetzt vielleicht ein Foto weisen, der Kanonenhebel. Ja, du hast den Kanonenhebel. Der Kanonenhebel. Oh, da geht es sogar etwas an Wikipedia. Auf Deutsch. Da guck ich mal die letzte Version. Die müsste aber auch etwas hören, der Kanonenhebel. Ja, um Hellisch-Gesch-Plateau an der Stadt Lützburg. Direkt jetzt an von Dalbrück zu N aus östlich vom Boulevard Roosevelt. Mir kein Foto, der Kanonenhebel. Und dann ein Foto, von wem aus die Foto? Vom JWH von September 2011. Und da hast die ewige Flamme. Hast das so oder wie? Ich muss immer aufpassen, wenn ich etwas so. Ich fährt nochmal, ich gehe etwas Dummes oder Falsches so, oder so ein Schleimer nicht. ja. Der Giro. Ja, und ich will dem sein Gesicht schon nicht weisen. Nicht, weil ich etwas gegen den Herr De Niro oder wie heißt denn De Niro? Und, absolut nicht. Ganz gute Filmschauspieler. Bei allem muss ich aufpassen bei YouTube. Das ist Copyright überall. Das Feier, die ein knapp Stunden dauert, geht natürlich auf Tele, Radio und Internet live auf RTL überdrehen. Voilà! Lars Holfried, mich kannst du eine Lektion machen über Grammaire K gefeiert gehen? Ich kenne die Grammaire-Regeln nicht. Ja, das ist sogar gar nicht schwer. Für was? Weil
Hi Hunnisch, ein Kapitel. Und das Kapitel heißt. Schon mal Brille und nicht gesehen. Das ist der Passiv mit dem Modalverben. Ah, den ehrlichen Mann. Wo ist das dann? Der Passive Voice am Modalverbs, ja. Also Modalverb, ich kann. Ich kann das machen, I can do this. Und dann, dat kann von mir gemacht gehen. This can be done by me. Kann gefeiert gehen. Can be celebrated. Aber, sowieso, der wisst jo Grammar.lu, hä? Ich gebe es kurz raus. Grammar.lu. Ich meine Nummer noch, ich meine, sind die echt interaktiv Online-Grammar für Lützebüsch. So Wahnsinn, 2020. Wie hat das gedauert? Schon so frei. Kleine Kritik. Nee, ich ging zwar schon hervor im Internet für alles gar mehr. Aber wie lo zum Beispiel du, ich ging das ja gerne weisen. Ne? Vielleicht kann ich auch schüsse den Link, ne? Dann geht schon so etwas. Soll immer Bescheid so. Wo ist das dann? Dort werben. Und schon dort Modal werben. Und dort Passiv. Und der Passiv ist nach Schwarz. Sonst kann ich das direkt weisen. Ich muss das noch ersetzen. Und leider ist das nicht Copy-Paste, weil das HTML-Code und den musst du dann ordentlich mit Farben und so weiter setzen. Sonst baut er ist einfach eine Bully. You have a lot of text and it's not readable. Boah, meistens am Geheimen. In normaler. Ja, das war die Geschichte vom Wilhelmus auf vom. Von der Nationalhymne. Der Wilhelmus will vielleicht Lolo nach den einen oder anderen mich froh, war das da, der Wilhelmus? Der Wilhelmus, schwätzt das ordentlich aus hier rum. Wilhelmus. Der Wilhelmus. Voilà, der Wilhelmus. Alter, du hast den deutschen Wikipedia. Ich gehe an den letztebäuerischen Wikipedia, du musst auch abstoßen. Ah, ich bin Wikipedia-Fan. Und da steht allerdings, als ich denke, Skiz, ja. Der Wilhelmus als Team von den Großherzogen von Lützebüsch. Also sind hier Asian Nim. So wie Champions League, die hat auch hier Asian Nim. Wir sind die Besten! Und du hast den Text, natürlich an der Erla, ganz Erla Schreibweise. Wir sind dann ein Kebel behandeln, aber. Haut nicht. Voilà, das ist der Wilhelmus. Geschieht, lach soll. Ja, lude man noch nicht geantwortet. Was soll ich dann als nächstes machen? Schon nach 20 Minuten Zeit ungefähr, ja. Was soll ich machen? Soll ich mal den Text vom Christian heute im Interview noch fertig machen, die zweite Zeit? Sonst machen wir das mal. An dem Mai geht schon nicht. Am Mittwoch. Ist egal. Oder will der Römer ein LOQ machen? Eine letzte Woche Online-Quiz. Nee, keine immer Antwort oder HD geantwortet. Wie viel sind wir überhaupt haut? 21 Leute. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Vielmals merci. Ja, tut nach Kiel geschrieben, was man solle machen. Boah, okay, ne, es schreibt, dann. Michael schreibt die Quiz. Pascal schreibt doch die Quiz. Ei, da geht es schwer. Boah, Quiz, Quiz, dann machen wir die Quiz. Motto. Was für soll ich dann hören? Motto Corona, alle. Also, das war die dritte Edition, die Quiz. Am Marina war auch die Quiz, okay. Ah, da haben wir ja schon alles gesehen, weil das ein Aloko. Ich hatte doch dem ZLS, dem Center für Lützburger Spruch, den Clip geschickt.
Schon gefragt, ob das okay ist. Ich hoffe. Also für dich ein Test, Frau, war das richtig geschrieben? Bleib daheim, du hast richtig. Naja, weiter da geht es mit dem Orthoquiz. Halt dich schon, let's get ready. Schön, dass ihr nächstes dabei. Ja. So nice that you are back again. Merci, sympa de que vous soyez revenu. Schön, dass ihr nächstes dabei. Und das Verb Sinn. An der zweiter Person Plural, ja. Da höflich geht's vor. Nee, nicht Sinn. Der muss konjugieren. Schön, dass ihr nächstes dabei seid. Voilà. Da ist eben das Problem. Für was geht das mit 2D geschrieben und nicht mit 2T? Und dann erklärt mal hi. Der Vokal I ist kurz, ja. Dafür muss mehr wie E Konsonanten kommen. Ja, also hier sind dann zwei Konsonanten. Sit mit 2D, wenn es dem Deutschen seid. Ihr seid. Und dafür sit kriegt 2D an als ein Ausnahme. Die anderen Verben kriegen TT. Die kriegt, die gesit, es geschieht. Am Moment das ist das so. Mehr wie weiß und ein paar Jahre aus einer Menge Reform und da geht das drin geändert. Aber im Moment, das ist so. Ja. Vous êtes. You are. Formel you. Frage Nummer 2 von 12. Who dir. Ah, hat schon gefragt. Who dir auch aus der Ehe Gesicht? Hast du das Frau orthografisch richtig geschrieben? Den du immer doch gestern gemacht. We did this one yesterday, didn't we? Im Moment, ich geh mal gucken. What a bad luck. Ja, wir haben den da. Oh. Ausgerechnet die selbsten klicken da schon. Von allen sich nicht dann ausgerechnet die selbsten. Boah, guck. Nee, ich hatte aber Redensarten. Gestern hat man doch Redensarten gemacht. Ja, den da hat man gestern gemacht. Nicht, dass man lo, ich probiere mal den High Farben. Selbst ganz ernst. Das ist nicht, dass sie lo immer dieselbe da online haben. Ja, okay, nee, das da ist dann in einer. Machen wir den. Sorry, weil den da haben wir gestern richtig gemacht. Also den High, da geht um die Farben. Ja. Also, Nummer 1. An ihrer Familie als Hirn der Schwarz. Und da können die ja. Donc, dans leur famille, il est le mouton noir. He is the black sheep. An Sheep aus Sächlisch und dafür kriegt den T. An ihrer Familie als Hirn der Schwarz. Eugenia Schof, das ist richtig. Den O als lang geschwärzt, weil just e Konsonant handru steht, gött der Vokal nicht verdoppelt. Den F steht wie am Deutschen scharf. Schof. Voilà. Das könnt ihr doch mal einen V schreiben. Frage Nummer 2. Von Adelige seht ihn, se hätte. Donc, des gens nobles ont dit que ils ont du sang. Sie hätte, so of noble people you say, of royal people you say they have blood. What kind of color? Ja, wie wisst das? Von Adelige seht ihn, ça veut dire on. Sie hätte,
Schreibkämer, da weiß ich nicht. Blut, Blut. Geht in O, T. Blut aus Sächlisch. Kein 2 O. Voilà. Blut, Blut. Und Erklärung: Bei Sächlisch, die Sächlisch Endung vom Adjektiv aus T, welches E-Konsonant hanerum lange Vokal steht, steht ein Einzel. Ja, Blut aus allein. Und da könnt T. Blut, den T lädt sich vom Deutschen auf, das Blut, du hast den T. Hanerum kurzen U muss der Konsonant verdoppelt gehen. Blut, Blut. Nicht Blut, Blut, mehr Blut, Blut, zwei T. Richtig, Pascal. Frage Nummer 3. Wenn man es in Abester Blut mischt, da klappt also Patron Mathe. Wenn man es in Abester Blut mischt, kann da den Ausdruck Blut machen? Blut machen, C. Steht der Teil Blut machen? To pay, to skip work. Manquer sans excuse valable. Also, zurück an die Arena. Ich sehe nicht, das ist nicht den do. Das ist den do, ja. Wenn Mende sind erbischter Blumisch, da klappt also Patron Mathe. Avec les ailes, with the wings. Voilà, wenn mein das Patron blomisch, da klappt also Patron mit der Flilike. Il est tellement content, he's so happy that his employee is missing. Que son employeur ne vient pas. École buissonnière. Ok. Nicht mit den Händen, mit der Flilike. Flilliken. An der betonten Silbe wird der Konsonanten um kurze Vokal verdoppelt, auf für LL. Flilliken. Denn er kriegt kein Akzent, weil Silbe unbetont ist. Ja, du hast ja fest kein Akzent. An unbetonte Silbe wird auch der K nicht für ein CK verdoppelt. Dafür steht auch kein CK. Einfach nur eine K, weil das unbetont. Dann, mein Pop hört sich gering agil. Klang Trio auf Französisch. Mon père, il a râlé. Vert et jaune. My father got really angry. Green and yellow. Hier nutzt sich gering agil. Verb aus irgeren, sich irgeren. Ich kann nicht weisen. Hallo D. Se fâcher, agacer, irriter, to annoy, to irritate, to be annoyed, to be irritated. Ja, ich ging, also ich bin ziemlich überzeugt, dass es nicht den da, ja, den da, wird sich gering agil geirrt. Ja, da war's. Freier hast das so geschrieben gehen, mengen ich mal. Melo hat so geschrieben. Geirrt, da gucken wir. Den Doppellaut IE bei Irgeren kriegt nie ein Träma. De G kriegt schon ein Träma, wenn da nur EE steht. Geirgent. Okay. Sos immer ohne Träma. Geirrt, geurlischt. Geurlischt, c'est quand on met de l'huile. Für was das nicht flilliken? Verbleu geht auch am Französischen. Also, wollte ich das nicht. Flillig, ich gehe gucken. Ja, das Flilik, ÖK. Miselot Etymologie, wisse. Für was das ÖK? Musik. Geht nach einer wieder ob ÖK. Flilik. Ja, und dann. Do, geirrt. Dann, Frage Nummer 5. Wann ich so etwas sehe, da gesinn ich. Ah, da erinnert mich an Tauromachie. Si j'entends quelque chose comme ça, je vois. If I see some, si j'entends, if I hear something like this, I see. Was fängt vor auf? Wie wisst?
Wann ich so etwas höre, da gesehen ich. Nee. Also, da weiß ich nicht. Es ging so rot. Ja! Wann ich so etwas höre, da gesehen ich rot. Si j'entends quelque chose comme ça, je vois rouge. I see red. Voilà. Dann die nächsten. Also, mit T. Wie am Deutschen rot. Wenn ein Vokal handdruck steht, geht ein T zu einem D. Roden Auto mit dem Auto aus rot. Ja, das Problem von der Verhärtung, von den Konsonanten. Rot mit T, und da geht es Roden. Den D geht Müll ausgeschwert und dafür machen wir dann auch ein D. 6. Nur 5 Stunden auf der Plage, war sein Haut rot wie ein. Donc, après 5 heures de bronzage à la plage, after 5 hours on the beach, his skin was, sa peau était rouge comme rot wie e. Ich ging so, das müsste ein Deier sein. Ein Moment, ich gebe es raus. Ja, das ist ein. Seht ihr doch für ein Deier? Ja, das ist auch eine Menge froh für. das ein Kreatur, die ihn an mir findet. An mir, an dem Strand. Rot wie ein Pulli. Ja, das sind ich auch schon her. Rouge comme du poulet. Seht ihr das am Französischen? Mit mir so rot wie ein Krebs. Moje Stefan, Krebs, mit zwei I. Krebs, der B steht wie am deutschen Krebs. Ja, also wir orientieren als aber immer nach nur der deutsche Schreibweise. L'orthographe allemande continue à jouer un rôle, bien évidemment. Der langen I wird verdoppelt, weil zwei Konsonanten haben durchstehen. Also das BS und dafür gibt zwei I. Krebs. Hast du ein Homer? Homer, Krebs. A Krebs. Rhythm is a cancer. Krebs, Mister. Ekrevis. Auch noch Sinn-Astrologik, Krebs. Auch noch die schreckliche Krankheit. Crayfish. Cancer, the crab. Ah ja, Sinus, ja. Cancer. Auch noch Disease, ja. Ja, rot wie Krebs an der 7. Los, der Känguru. Los, der Känguru. Ja, das ist ein Adjekt, Substantiv mit Verb. Ne te laisse pas pousser des cheveux gris. Don't let gray hair on your head. Los, der Känguru. Homer, Lobster, okay. Stefan Gigagne, natürlich. Konzert, nee. Nee, mir so nimmer Krebs. Stefan Gigagne, ja, der Stefan hier gewinnt immer. Du bist den Champion. Also, los, da Känguru. Wie weset? Hoher Wusse. Hoa, denn er ist unbetont, er kriegt kein Thema. Wissen mit SS, weil es von einem deutschen CHS könnt. Wachsen. Also. Wachsen, grandir, pousser. Nee, Cancer, Pascal geht nicht. Krab, Sommer auch nicht. Das ist Krebs. Rot wie Krebs. Sei geizig gringen Auto. Sei geizig kriegen Auto. Was war das da dann? Sei geizig kriegen Auto. Schrill. Kriant. Kriar. Strident. Sei geizig kriegen Auto. Ah ja. Fait mal aux yeux. So it's such a green color that it hurts your eyes. Sei geizig kriegen Auto. Fait mal aux yeux, hört die Ei. Ah, im Französischen seht ihr rouge comme un crabe. Okay, merci.
Also, sei gescheit, sich kriegen ein Auto. Stöcht an A. Femalose. Allö. Mit CH wie am Deutschen stechen. Für in engem CH dürf kein Träma stehen. Dafür stöcht. Ja. Ich habe auch gelernt, dass dann ein bisschen ernst das ausgeschwärzt wird, wie lo den Träma wie immer. Und heißt stöcht. Mehr das so effektiv den Erks und Degü, die können just für ein CH, NG, CK und so Sachen und X. Comme une écrevisse en français quand tu bronches trop, oui, okay. Red as a beetroot. Beetroot. Was ist das? Beetroot. Rote Beete, rote Rübe, ah oui. Ganz in weiß. Rote Rübe. En français, c'est Betterave potagère. Bon, und dann. Ning, oh, noch so viel Frohen. Wie ein, dat hören hört, hört ein, changiert. Nee, net mischt mengen awe, deet mengen awe. Das ist pain to my eyes. Wie in dat heeren, wie in dat heeren hört, lorsque il l'a entendu, when he heard this, hört en changeiert. Qu'est-ce qu'il a changé? What did he change? Ich tippe mal in F. Hört en Pfaff, ja. Hört en Pfaff. Il a changé de couleur. He changed colors. His color. Farf. Mit R wie am Deutschen Farbe. Du hast ein R, also mehr auch den R. Das ist Dachs wie am Deutschen, ne? So often like in German. Hanne mit F, weil der Laut hart geschwärzt wird. Farf. Mehr am Plural sind dann Farben. Du blöd. Mit AA, weil Hanne um lange Vokal zwei Konsonanten stehen. AA, Farf, zwei Konsonanten. Zing! Um Knie huet sie eng dick. Alles. Für wat alles? Hueten alles changiert? Nee, nee, hueten Farb changiert. Hueten Laun changiert. Ja, das ist ein bisschen die Idee, hein? Qu'il a changé de couleur, donc aussi de mood. Comment on dit ça en français? De laune. D'humeur. Um Knie huet sie eng dick. Ich gehe mal gucken, was du schreibst. Ich ging so ein BP. Ja, BP. Donc, elle a une grosse tache bleue sur le genou. She has a big blue spot. On her knee. Um Knie wird sie eng dick. Nee, nicht wunden, das ist Blessuren. Und das eng. Da wird eng dick wunden. Das ging gut. Mehr ist eng dick blo Platz. Eng blo Platz. Am LOD huse Platz. Platz ist auch so ein Wort, was ganz viel Bedeutung kann. Hohen Platz, Substantiv, Espace urbain, Endroit. Place assise, place espace libre, possibilité d'accueil, emplacement attribué, un rang, endroit, emploi, une tâche. Voilà, Nummer 10. Surface de couleur différente. So, Nummer 10, gehen wir direkt gucken. 10 Bedeutungen, Wahnsinn. A mark, a place of different color, ja. 11, ein blauer Platz ist Bruce. Dann 12 auf das. Wow, Platz allein hast du schon E-Video-Chat, mindestens. Ein Hämatom, ein Bleu. Ja. Ein blauer Platz. Fleck, Fleck wie auch gang, ja. Andern, blauer Platz. Handarum, langen O steht K, Konsonant für blau. Platz mit engem A, weil just E-Konsonant an dem langen Vokal steht. Also das
Z ist e Konsonante für just a. Den TZ steht, hat ein kurzer Vokal, ein Klotz. Klotz. Ja, dat. Am Kehle spielen hört in den Buhl, Kochsphärik, ein Kran, ein Klotz, a bow, ball, snowball, or also bones. Oh, you say like that for the head. What's in your head? Ja, den 11. Der Promoteur holt sich mit diesem Terrain ein Gülle Nuss. Ah, das ist halt zuletzt bestärkste Fall. Promoteur holt sich mit diesem Terrain, donc il a des terrains de construction, he has some ground to build houses on. And so he earned, il a gagné avec ces terrains une année en or. Pardon, das Verb verdingt. Verdingt, denn Thema wird geschwärzt, wie beibringen, an nicht wie bei Klang. Ja, das eben ein wird ernster selbst geschwärzt. Klang, denkt. De G als wie an der Grundform verdingen. Verdingt, de Grundform als verdingt, de G bleibt stehen. Verdingt, ja. An zum Schluss, last but not least, de geringe Fink kriegt 2. Also, der geringe Fänk kriegt 2 Fänk. Das ist ein Fehlchen, hören Sie schon. Geringe Fänk, Substantiv. The Green Finch. Le Verdier d'Europe. Der geringe Fänk kriegt 2. Blutagus wäre auch möglich gewesen, ja. Mehr so ein streng Blutplatz. Der geringe Fänk kriegt 2. Ich weiß es nicht. Wo die von der Jang Idee? Schon null Ahnung, was das kennt sie. Der geringe Fänk kriegt 2. Ah. 2 Akzent aigu, ja. Weil do ein Akzent aigu, also do ein Akzent aigu. Das haben wir mit dem NG und dem NK. Ah, super. Bon, Akzent aigu. Ah. Wie schreibt denn das? Zusammen gesagt, der Französisch Pluriel geht mit Bindestrichen verbunden. Pluriels-Endungen gehen nie mit Apostroph aufgetrennt. Ja, früher haben sie dann also ein Apostroph gemacht. Logisch, das schön an einem Wort geschrieben. Hanna aigu steht die normale Letzburg-Endung en ohne Tréma. Ja. Formidable. Vielmals merci. Die zwei kriegen Wurm. Der Pluriel von Wurm als Wurm. Also, vielmals merci, Center für Lützburger Strauch. A Wurm. Ein Ver. A Worm. Und du hast die Plurial Wiem. Nicht Wurmer. Nee. Earned himself a yellow nose. Yes, he made a lot of money with a golden nose. It's like more like a golden nose. Ein golden nose. Perfekt. Oh, das ist schon spät. Schon da ist also eine Gefahr gemacht. Haben wir heute einen Quiz gemacht. Und wie gehen wir raus? Jetzt zurück auf Rom. Allein in das Kolosseum. Und wo ist meine Kamera? Ich weiß in den nachher ein Kehr. Fährst an den Bananenjob so do. Und vielleicht auch noch mein Textscroller. Voilà. An das Logo. Vergiss nicht. Exercice.lu, Grammar.lu oder einfach alle over zum Ningauer, der Jerome Lulling Videochat. Och maden Novent, op Nationalfeiertag. Den echte Live-Videochat ever op Nationalfeiertag. Von mir auf alle Fall. Von mir. Möchtest du mal etwas Spezielles für den 100. Chat? Ich probiere. Wenn es mit der Zeit klappt, ich gucke. Mir wolle folgend mal über den Nationalfeiertag geschwätzt. Eh? Du kannst dich verkleiden. Es stumm in Kabers. alle. Es so ne schicke, ich finde es messy, dass da mal treu bleibt. Da bleibe sit bis lo. Das ist nicht einfach für keinen. Und, ich bin immer froh, wenn ihr gucken könnt, da matt möcht. Ich hoffe, du da etwas Klängst dabei gelehrt. Und dann, ja. Bis morgen. Schönen Abend. Au revoir. Bis morgen. 21 Uhr. Au revoir.